Anzeige Deutschlands Kinder- und Jugendärzte haben laut einem Zeitungsbericht in einem Brandbrief an Gesundheitsminister Jens Spahn, CDU, vor einem Praxensterben wegen der Corona-Pandemie. Sie fordern mehr finanzielle Unterstützung. Spahns Gesetzentwurf sei leider in der vorliegenden Form nicht geeignet, die existenziellen Nöte der niedergelassenen Kinder- und Jugendärzte und Ärztinnen ausreichend abzumildern, zitiert die Neue Osnabrücker Zeitung aus dem Brief des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, BVKJ. Vielen Praxen steht das Wasser bis zum Hals, sagte Präsident Thomas Fischbach dazu. Als Grund für die akuten Einnahmeausfälle werde ein Corona-bedingter Rückgang der Behandlungen zwischen 20 und 40%. Wegen der Schutzmaßnahmen kämen weniger Grippepatienten. Aber auch viele Arztkontakte mit chronisch kranken Kindern und Jugendlichen sowie Vorsorgetermine würden aufgrund der aktuellen Pandemieempfehlungen nicht wahr. Zwar wollen Spahn Umsatzausfälle der Praxen weiter kompensieren, doch der bisherige Rettungsschirm solle ein "Wir wären Ihnen zu Dank verpflichtet, wenn Sie dieses Vorhaben nochmals in Hinblick auf seine Auswirkungen überdenken könnten", schreibt der Verband an den Andernfalls seien viele Praxen gezwungen, Mitarbeiter zu entlassen oder womöglich zu aller Entwicklungen im